Aufsehen bereichert seit gestern meinen Testfuhrpark. Auffallende Neuigkeit ist das neue Display, was durch die fehlende Unterteilung zur Vorgängerversion gewonnen hat, in der Erkennbarkeit aber noch nicht perfekt ist. Mit der Africa Twin diesmal in der kupplungsgrifflosen DCT-Version habe ich etwas Besonderes vor. Morgen früh fahre ich flott nach Heppenheim, um von dort Huckepack in die Provence zu fahren. Dank nicht nur nagelneuer Reifen bin ich mit der DCT Africa Twin, diesem gummiraubenden Kurvenrevier, bestens präpariert. Gestern und heute bin ich nicht ganz 400 Kilometer gefahren und kann dem Doppelkupplungsgetriebe bereits jetzt ein sehr sanftes Ansprechverhalten attestieren. Auch ohne Nutzung des manuellen Modus lassen sich Überholvorgänge durch den Kickdown ein oder sogar zwei Gänge runtergeschaltet flott abschließen.